Ich nehme mal mit. Wie voll seid ihr? Drei Viertel voll. Du machst uns Eisenplatten. Energieschild-Ausrüstung. Was haben wir denn hier? Kann Rüstung eingefügt werden? Dimension 2x2. Maximaler Energieverbrauch 240 Watt. Habe ich ehrlich gesagt noch nie mit gearbeitet. Was wollte ich? Eisen brauche ich, ne? Eisenplatten, Eisenplatten. Eisenplatten brauche ich hier unten eh mehr. Darum werde ich das mal etwas umbauen hier. Du kommst da mal weg, du kommst da mal weg. Höchlichen Ofen. Dann kommst du hin. Jetzt habt ihr noch Strom. Kann ich die Kohle hier abstellen. Und hier drücke ich mal das da rein. Jetzt die Kohleproduktion. Brauche ich da oben für Plaste? Das lasse ich stehen. Ich glaube, ich brauche für andere Sachen auch noch Kohle. Ich weiß es nur leider nicht mehr. Du sammelst ja jetzt Eisen an, ne? Da, 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 da. So, komm mal her. Ich möchte nämlich A und B. Nachtsicht. Klingt auch gut. Die Kiste. Jetzt weiß ich es wieder. Muss ich gerade ewig überlegen, was ich da hinsetzen wollte. Ich wollte ja eine Kiste hinsetzen. Ja, entschuldigt, da musste ich gerade hier was erledigen, beziehungsweise das klären. Deswegen war ich ihm etwas AFK. So. Was bist du? Spielerlogistik im Inventar? Nein, das brauchen wir noch nicht. Robotergeschwindigkeit wäre zwar schon gut, aber blau, ne? Laboreffizienz, nehmen wir doch das. Mit jedem Schritt Laboreffizienz forscht das Labor 20% schneller. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Fließbänder wollte ich machen. Damit ich die dann hier runterziehen kann. Jetzt überlege ich gerade, ich kann dann... Du kommst mal, du kommst mal. Ich arbeite immer gerne mit einer Kiste als Zwischenlager. Die ich dann später auch zu Logistikkisten umwandle. Hast du Stahlkiste? Nehmen wir noch eine Stahlkiste lieber. Da unterbreche ich aber. Und du kommst mal dahin. Was fehlte dir? Kupfer. Kupfer. Mist. Ich kann keinen Tunnel bauen, weil mir Eisenplatten fehlen. Kommen wir da mal hin, kommen wir da mal hin. War schon viel zu weit. Das war ja viel zu weit. Haben wir Dim da? Ich habe nur keine Ahnung, wo der jetzt rauspackt. Ich vermute mal.
Ich vermute mal. Ich vermute mal, ich weiß es nicht. Testen wir es mal kurz. Wenn die nach oben kommen, ist es schlecht. Wenn die nach unten kommen, ist gut. Gegenüberliegende Seite müssen die, ne? So. Ne? Ich muss das Ganze einversetzt weiter nach oben bauen. Ups, ups, nein. Ne, so rum ist richtig. So. So. Aber weg. Und jetzt Skylight. Ching, ching, ching. Packen wir die einfach da rein. Und dann lassen wir die Batterien einfach von hier ganz gemütlich dahin fördern. Müssen jetzt aber nochmal wegen dem Kupfer gucken, ne? Ich muss hier das Kupfer reinbekommen. The Kupfer. Es wird hier eine nicht schöne Förderbandlinie. Das Kupfer hier herunter. Würde hier herumgeführt. Hallo. Ah, und schon wieder keine Fließbänder. Ja, ja. Man kann nie genug Fließbänder haben. Herin, Bata, Herin. Nee. Das ist ja. Von der Hand in den Mund sozusagen gehen wir hier. Fließt das Plastik und die Batterien nach oben. Dort werden die roten Schaltkreise gemacht. Und dann können wir die blauen Pakete bauen. Jetzt überlege ich gerade. Da habe ich ja quasi eine Chance verpasst, glaube ich. Achso, ich muss hier erst noch einschmelzen, fällt mir ein. Ich liefere ja das Erz hierher. Aber bitte so. 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 Nicht hübsch, aber zweckmäßig. Beziehungsweise. Ja, so. Das dürfte reichen. Stellen wir den dahin. Hier machen wir das ebenfalls wie bei dem Eisen. Stahlkiste eine. Das wäre hier. Du brauchst doch Kupfer, ne? Oder war das jetzt jemand anders, der Kupfer wollte? Nein, du. Gut. Dass wir hier den Überschuss an Kupferplatten einsammeln. Falls dann irgendwas anderes hier Kupfer braucht, haben wir ein bisschen was vorrätig liegen und können das direkt dort hinkarren lassen. So, Batterien und Plaste. Huch. Achso, vielleicht sollte ich auch eine Stromleitung ziehen, ne? Das war ja mein Problem hier. ...79, 79, 74. Ja, könnte man aber durchaus was mit versorgen. So, Kupfer. Wir brauchen keinen allzu hohen Kupfer-Output, glaube ich. Der eine wird schon reichen, da wir momentan das Kupfer ja nur verbrauchen, um es in Batterien zu verwandeln. Daher dürfte das hier noch sein. Jetzt überlege ich gerade, wo ich mein Auto gelassen habe. Ich glaube hier oben, ne? Da staut sich alles. Oh, du.
Ja, können wir nichts herstellen. Ist das Inventar größer geworden? Ups. Sammeln wir hier irgendwo Eisenplatten? Ich fürchte nicht, ne? Können wir hier nirgends sammeln. Kommen wir immer im 5er-Stack raus, das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Aber hier können wir noch ein paar Hochöfen hinpacken. Den Eisen-Output zu erhöhen. Ich mag es, wenn die Linie immer vollgestopft ist. Das ist für mich immer ein schönes Zeichen, dass es hier funktioniert, sozusagen. Da mache ich dann noch 5 hin. So. Das kann dann auch passieren, dass einfach die Reihe, die obere Hälfte des Fließbands so vollgestopft ist, dass man hier dann zwei Fließbänder langlaufen lassen muss, die man hinten wieder zusammenführt. Fließbänder da. So, was kann schon mal vorkommen. So. Oh, erschreckt mich nicht. Gar nicht haben, aber ich baue es einfach mal. Was ist denn hier falsch? Achso. Du wärst gar nicht da, sondern der wäre da. So. So, so, so. Eisenplatten nehmen wir mit. Hier kann man das schön sehen, dass die versuchen hier abzulegen, aber sie haben einfach keinen Platz, um etwas abzulegen. Ja, ja. Dann sammelt sich das Eisen hier drin an. Ja, wird hier immer mehr. Aber ist ja nicht Sinn der Sache. Wir werden hier auf jeden Fall die zweite Bahn mit benutzen müssen. Ich überlege gerade, wie wir das machen. Die ersten 5 gehen gut, die zweiten 5 haben da ein Ablageproblem. Würde ich mal sagen. Ja. Jetzt überlege ich, den nach oben umführe. Da habe ich ja meine Stromleitung. Der käme dann quasi hier. Den würde ich durchaus bis hier hinten hinziehen wollen. Achso. Dann kommen wir hier nämlich am Punkt, wenn wir noch einen Tunnel bauen. So. Und dort wird dann das Eisen zugeführt. Dadurch nutzen wir dann auch hier die zweite Bahn. Das wird sich hier eh stauen in nächster Zeit, weil wir einfach zu wenig abnehmen hier. Jetzt mit dem erhöhten Output. So, ich klaue mir hier die Dinger mal. Ich hätte gern nur grün gerade, aber okay. Ich klaue mir hier auch mal die Förderbänder und Knickarme. Dann muss ich die nicht in der Hosentasche machen. Ein Lämpchen, damit wir auch was sehen. Bzzzt, 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 bzzzt.